Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. So sagt es der Oxfam-Bericht zur sozialen Ungleichheit 2024. Finanzminister Lindner schenkt den Superreichen in Deutschland jedes Jahr über 83 Milliarden Euro an Steuern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen ja auch, dass ich mich nicht nur um das Thema Rente kümmere, sondern es geht mir auch oftmals um Gerechtigkeit, auch um soziale Gerechtigkeit und auch um das Thema Armut. Das, was ich am 15. Januar 2021 lesen durfte oder vielleicht sogar musste, hat mir wirklich die Sprache verschlagen. Das macht mich unglaublich wütend, meine Damen und Herren. Und zwar hat die Firma Oxfam oder die Organisation Oxfam, eines der weltweit größten Nothilfe- und Entwicklungsorganisationen, die unter anderem mit 3000 Partnerschaftsorganisationen zusammenarbeiten, die gegen Armut kämpfen und gegen soziale Ungleichheit kämpfen, hier einen sogenannten Bericht zur sozialen Ungleichheit herausgebracht. Das zeige ich Ihnen gleich mal, was das hier bedeutet. Und im Übrigen hat diese Mitteilung, die ja auch im Internet veröffentlicht worden ist, es bis in die ARD und das ZDF. ZDF zum Beispiel am 15.01.2024, da habe ich es gesehen, in die Nachrichten 19 Uhr gebracht. Also doch schon eine relativ wichtige Nachricht. Zeige ich Ihnen gleich mal, was da so los ist. Ja, gucken wir uns das mal an. Ich bin hier auf der Internetseite von Oxfam und Oxfam hat da in diesem Bericht mitgeteilt, dass die 5 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt haben. Fast 5 Milliarden Menschen hingegen dazu ärmer geworden sind. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich das hier bitte an. Ja, der große Dicke, der da steht und die vielen Kleinen, die auch was zu essen haben wollen. Wir haben im Übrigen auch zu diesem Thema, zu diesem Video dann einen passenden Beitrag auf rentenbescheid24.de, den wir natürlich dann auch entsprechend veröffentlichen werden. Aber nochmal zurück zu diesem Beitrag, der hier steht. Dieser Bericht macht deutlich, so sagt es Oxfam, wie superreiche Konzerne von Inflation, Kriegen und Pandemie profitieren, während die meisten Menschen unter den Folgen zu leiden haben. Oxfam fordert deshalb eine Besteuerung großer Vermögen, eine sogenannte Tax for Rich oder Rich for Tax oder wie auch immer, damit dann mit diesen Geldeinnahmen der Ausbau von Bildung, Gesundheitsversorgung, sozialer Sicherheit zu investieren ist oder in die dort hinein investiert werden kann. Meine Damen und Herren, damit Sie es auch gleich sehen, Deutschland alleine gehen durch die Nicht-Einführung einer Vermögensteuer ab einem Vermögen von 5 Millionen Euro, ich spreche von ab einem Vermögen von 5 Millionen Euro, gestaffelt für die Superreichen im Jahr 83 Milliarden Euro verloren. Und gucken Sie sich bitte mal das hier an. Da hat heute auf NTV diese Headline kam, die SPD fällt auf den tiefsten Wert seit dem Scholz-Sieg, nämlich die Deutschen würden, wenn heute Bundestagswahl wäre, die FDP nur noch mit 13% wählen und der Herr Lindner wäre de facto raus. Und genau dieser Mann hier, der hier ist es, der das verhindert, was hier sozusagen angeprangert wird, dass es keine Vermögensteuer gibt. Dieser Mann ist dafür zuständig, dass es in unserem Land möglich ist, dass Superreiche und andere, die große Vermögen angehäuft haben, keine adäquaten Steuern zahlen und hier nicht sich entsprechend an unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt mit finanziell beteiligen. Wir alle selbst, wir alle, auch ich, wir müssen ja letzten Endes jeden Monat, jedes Jahr Steuern zahlen, aber hier in Deutschland wird das schlicht und ergreifend für die Reichen einfach unter den Tisch gekehrt. Genau, so ist es. Also, das Ergebnis dieses Berichtes ist, dass die 5 reichsten Männer der Welt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich zeige Ihnen das mal hier, die 5 reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen seit 2020 von 405 Milliarden US-Dollar auf knapp 900 Milliarden US-Dollar verdoppelt, mehr als verdoppelt.
Alle Milliardäre zusammen haben 3,3 Billionen US-Dollar mehr als im Jahr 2020. Das sind 34%. Ich hab mal ausgerechnet, dass in dieser Charge hier sozusagen jede Stunde das Vermögen dieser fünf reichsten Männer um 14 Millionen Dollar gestiegen ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast 5 Milliarden Menschen, die ärmsten 60% auf der Erde, haben seit 2020, die haben ja schon das wenigste, nochmal zusätzlich 20 Milliarden US-Dollar an Vermögen verloren. Jetzt gucken wir mal uns das an, wie das in Deutschland aussieht. Das Gesamtvermögen der fünf reichsten Deutschen ist seit 2020 inflationsbereinigt um fast 75% gewachsen. Von etwa 89 Milliarden US-Dollar auf 155 Milliarden US-Dollar. Konzerne haben irrwitzige Gewinne angehäuft. Ja, das können Sie sich auch nochmal durchlesen. Ich würde das alles gar nicht so sehr ins Detail machen. Übergewinne in Höhe von fast 700 Milliarden US-Dollar. Das weltweit reichste Prozent besitzt 43% des gesamten Finanzvermögens. In Deutschland besitzt das reichste Prozent aller Menschen 41,1% des gesamten deutschen Finanzvermögens. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Oxfam fordert die Einführung einer Vermögensteuer. Es wird langsam Zeit, hohe Zeit. Wir brauchen eine Besteuerung hoher Vermögen, damit auch die Superreichen ihren gerechten Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Jawohl, so ist es richtig. Und der konkrete Vorschlag bedeutet nichts anderes. Ein Stufenmodell, 2% auf Vermögen von über 5 Millionen US-Dollar, 3% auf Vermögen von über 50 Millionen US-Dollar und 5% auf Vermögen, die 1 Milliarde und mehr US-Dollar haben. Alleine in Deutschland könnten nach Oxfam-Schätzungen 93,6 Milliarden US-Dollar, das sind 85 Milliarden Euro pro Jahr, so zusätzlich an Steuern generiert werden, meine Damen und Herren. Und dann hätten wir, gucken Sie sich bitte nochmal die beiden Herrschaften an, dann hätten wir nicht das Problem, dass hier wegen knapper Kassen unsere doch so wichtigen Landwirte 1 Milliarde Euro an steuersubventionierten Diesel verlieren, wir immer mehr an Energie und andere Dinge Steuern zahlen müssen, die Gaststättensteuer wieder erhöht worden ist und vor allen Dingen, was ich ja nun ganz schamlos und dreist finde, dass wir die sogenannten Bürgergeld-Sanktionen so ausgeweitet werden, dass man hier mit auf Knall und Fall knapp 170 Millionen Euro auf Kosten der Bürgergeldempfänger hier generieren möchte. Meine Damen und Herren, wo wird dieses Geld dringend gebraucht? Natürlich in den Klimaschutz, ganz klar. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt es auch entsprechende Berichte und Beiträge dazu, dass es gerade die Superreichen sind, die unser Klima hier auf der Erde verpesten. Die fahren mit teuren großen Autos, spritsparend mit Sicherheit nicht. Die fliegen permanent mit irgendwelchen komischen Flugzeugen rum. Spritsparend mit Sicherheit nicht. Alles unnötig. Die fahren mit riesengroßen Schiffen durch die Weltgeschichte. Alles nicht spritsparend, verpesten unsere Umwelt und zahlen die wenigsten Steuern. Auch dazu gibt es entsprechende Erhebungen. Die wenigsten Steuern bezogen auf ihr gesamtes Vermögen und ihre Einkünfte. Ich habe eine Sendung dazu in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesehen. Da wurde unter vorgehaltener Hand gesagt, dass wenn ein Superreicher mit seinen Einnahmen, auf seine Einnahmen maximal 1% Einkommensteuer zahlt, dann zählt er zu den sogenannten Steuerlosern. Da gibt es also richtige Wettbewerbe. Wer in diesen Kreisen die wenigsten Steuern zahlt, ist sozusagen dort der Steuerverhinderungsweltmeister und wird dort gefeiert, meine Damen und Herren. Und das sind Dinge, die dürfen doch einfach gar nicht. Das ist pervers. Die dürfen einfach nicht passieren. Und wir brauchen diese Mittel, diese zusätzlichen Steuereinnahmen, um in Bildung zu investieren, in Gesundheitsversorgung und auch in soziale Sicherheit zu investieren. Das ist doch ganz wichtig, damit unser Gemeinwesen zusammenhält und hier nicht auseinanderbricht. Und die Gefahr besteht ja, wenn das hier so weitergeht, meine Damen und Herren. Also, ich bin der Meinung, ja, so soll es sein. Wir müssen eine Vermögensteuer einführen für die Superreichen, für diejenigen, die Kohle ohne Ende haben. Und denen tut das in keinster Weise weh, dass die hier ein bisschen von ihrem Vermögen abgeben können. Und wenn Herr Lindner nicht dazu in der Lage ist, das durchzusetzen, ich vermute mal, das wird er nicht sein, weil er da schlicht und ergreifend ein sogenannter
freidenkender liberaler Betonkopf ist, dann gehört er einfach auf den Müllhaufen der Geschichte. Wir brauchen keine solche Finanzminister, die hier als sogenannte Lobbyisten der Superreichen nichts für unser Land tun. Das brauchen wir nicht. Herr Lindner, Sie hätten hier schon längst zugreifen können und 85 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen generieren können. Das ist im Grunde genommen das Kernaussage, die Oxfam auch macht, dass wir hier einfach schlicht und ergreifend Geld liegen lassen. Deshalb fordere ich auch, so wie Oxfam, Einführung einer europaweiten Tax for Rich, damit hier diese Leute sich schlicht und ergreifend auch an dem Gemeinwesen mit beteiligen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Und vergessen Sie bitte eins nicht, in Deutschland gibt es 20% von allen Rentnerinnen und Rentnern sind entweder von Armut direkt betroffen oder von Armut gefährdet. Wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.